Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute starten wir endlich mit Conan Exiles, denn nächste Woche Donnerstag kommt ja Age of Heroes raus. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt anfangen, dass wir uns schon mal so eine kleine Base zusammen einrichten. Für alle, die es nicht wissen, das Bounty Hunting endet am 16. Oktober. Also solltet ihr unbedingt noch ganz schnell eure Münzen dafür ausgeben und euch noch das Zeug kaufen, was ihr haben wollt. Aber keine Angst, das Bounty Hunting wird auch irgendwann wieder zurückkommen. Tja, wann? Das weiß ich leider nicht, aber Funcom hat gesagt, es kommt wieder. Also Leute, ich würde sagen, wir starten gleich ins Spiel. Wenn ihr Bock habt, meine Community zu joinen, dann scannt den QR-Code hier, der führt euch zu Discord. Hier haben wir eine richtig geile Community mit richtig geilen Leuten. Da haben wir auch unsere eigenen Conan Exiles Server. Einmal PvE, einmal PvP. Und wenn ihr Bock habt, mich fertig zu machen, dann solltet ihr unbedingt auf meinen PvP-Server joinen. Ja gut, aber jetzt erstmal so viel dazu. Ich will ja nicht zu viel reden, wir starten jetzt gemütlich rein. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Ey, dann starten wir mal mit unserer Charaktererstellung und ich bin immer ein weiblicher Charakter und das werde ich auch mein Leben lang wahrscheinlich bleiben. Dann Volk. Habe ich eigentlich immer die Nordheimer genommen. Ich bin nämlich ein kleiner Wikinger. Religion habe ich immer Set genommen, aber eigentlich irrelevant, weil ich tatsächlich auch, wenn überhaupt, im PvP mal mit einem Gott gespielt habe. Aber das ist auch schon ewig her und so geil war das jetzt auch nicht. Die Stimme ist natürlich wild. Und dann haben wir die Kopfoptionen. So, ich bleibe immer beim ersten Gesicht. Haare sind natürlich schwarz und normalerweise nehme ich immer diesen Zopf hier. Augenbrauen müssten dementsprechend natürlich auch schwarz sein. Augenschatten braucht man nicht. Lippen auch nicht. Sonst passt eigentlich hier auch alles so, wie es ist. Und dann natürlich die Augenfarbe, die blau sein muss, weil ich auch blaue Augen habe. Okidoki, Körpermerkmale. Ich mache mich mal klein. Statur kann eigentlich auch so bleiben. Und die Brust eigentlich auch. Dann haben wir es schon mit dem Charakter. Geht bei mir immer relativ schnell. Hier steht noch mein alter Name. Den ändern wir natürlich in Luni. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich habe das Intro jetzt übersprungen, weil ich bedenke, dass viele von euch tatsächlich das Intro bereits kennen. Die, die es nicht kennen, tut mir wirklich leid. Guckt es euch am besten selber an. Und wir werden natürlich erstmal hier alles lesen und klettern und treten. Das war zumindest früher mal ein Fortschritt. Wo liegt denn unser Wasserding rum? Tja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich da hinten. Ja, wo ist denn das Wasserding? Verspult. Früher lag das immer mal auf dem Stein und jetzt ist es irgendwie lost. Können wir irgendwas mit den Leichen machen? Nö. Ach so, wir haben es schon im Inventar. Okay. Na gut. Dann ziehen wir es uns einfach mal kurz in die Leiste. Essen was, trinken was. Und düsen dann natürlich gleich einmal weiter. Hier steht auch so ein Wagen und da unten ist ein Zettelchen. Und hier liegt der zweite Wasserschlauch. Ich wusste doch, dass hier einer rumliegt. Ich hoffe, dass der Ton irgendwie so passt und dass es nicht zu laut ist, wenn hier vorgelesen wird. Sonst muss ich das unbedingt noch ändern. Aber ich denke, das passt. Wir sammeln natürlich ein bisschen Pflanzenfaser, damit wir uns gleich mal ein paar Klamotten craften können. Und zum YouTube-Jugendschutz haben wir natürlich keine Nacktheit aktiviert. So, dann gehen wir doch mal hier rein, craften uns mal nicht 16 davon, eins davon, eins davon und natürlich ein Oberteil. Und düsen dann einfach hier weiter. Hier ist ja sowieso meistens nichts, das heißt, wir gehen jetzt gleich Richtung Fluss. Und fangen dann dort an, Zeug zu sammeln für eine Waffe und was man halt eben sonst noch so braucht in Conan. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon Conan spielt. Seid ihr jetzt komplett neu dabei oder spielt ihr das auch schon Jahre, so wie ich? Ich habe tatsächlich damit begonnen, als es bereits im Early war.
Das heißt, wann war das? 2015 oder 16? Also ist auch schon fast gut 10 Jahre her. Dementsprechende Spielstunden habe ich auch in dem Game. Und tatsächlich ist es nach wie vor mein Lieblingsspiel, auch wenn ich leider im PvP wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Nicht mit dem Verteidigen oder Angreifen meiner Base, sondern tatsächlich dann eher mit PvPlern aus anderen Ländern, die meinten, sie müssten einfach mal cheaten, hacken und so weiter und so fort. Und dann macht es eben einfach keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, ob ihr damit auch schon Erfahrung gesammelt habt. Deswegen spiele ich lieber auf meinem eigenen Server. Da habe ich dann nämlich die Kontrolle und ja, genau. Das war so ein bisschen zu meiner Conan-PvP-Erfahrung. Wobei PvP für mich immer spannender ist, weil na klar, man kann sich in andere Basen reinsneaken, man kann die Leute beklauen, man kann die Leute raiden. Das hast halt im PvE dann eben nicht. So, jetzt gucken wir mal. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar Steinchen. Da hinten müssten welche sein. Und wir sind auch schon ein Levelchen aufgestiegen. So, kommt mal her, ihr Steine. Okay, können wir uns jetzt schon alles Wichtige craften? Eine Steinaxt. Was fehlt uns? Äste. Ja gut, die kriegen wir ja jetzt durch die Axt. Fällen wir einfach mal das Bäumchen. Wir sollten jetzt eigentlich genug Äste haben, oder? Nee, 5 brauchen wir. Aber jetzt. Sehr schön. Brauchen wir natürlich den Steinpickel. Dann gehen wir mal in unser Wissen und schalten uns natürlich gleich mal den Bau frei und den Krieger, damit wir auch Waffen machen können. Und dann für die Waffe brauchen wir Stein und Äste. Mal wieder, war ja klar. Äste haben wir genug. Wir nehmen also unsere Spitzhacke. Holen uns ein bisschen Stein. Brauchen wir sowieso dann auch für die Base. Seid ihr eigentlich schon gespannt auf Age of Heroes? Ich meine, ich habe ja auf dem Testserver gespielt und ein paar Videos dazu gemacht, was eben so alles Neues kommen wird. Und ich weiß nicht, also es gibt wirklich positive Sachen und es gibt aber auch negative Sachen. Jetzt machen wir uns mal kurz die Waffe, weil da hinten schon wieder so ein Teufelchen herumlungert. Ja, zu den positiven Sachen erzähle ich, dass die NPCs ja tatsächlich dann auch als Follower agieren werden und dementsprechend auch ein bisschen mehr, ja, einfach Leben in der Base ist. Das finde ich wirklich geil. Was natürlich scheiße ist und ich hoffe, Funcom wird die Followerzahl erhöhen. Denn wenn wir wirklich nur 50 Follower haben dürfen, dann ist das vielleicht ein bisschen zu wenig. Für PvE jetzt vielleicht nicht, aber im PvP, ja, da wird es halt dann nochmal schwierig, eben auch, weil die NPCs dann auch getötet werden können. Und das ist natürlich blöd. Ich meine, gut, früher konnte man sie dann einfach klauen, so tötet man sie. Aber ja, I don't know. Wo sind wir denn, Leute? Gucken wir mal auf die Karte. Wir sind hier. Ich hatte euch ja gefragt, wo ich mir eine Base bauen soll und die meisten Antworten waren natürlich hier im Anfangsgebiet oder hier oben bei Sepamero. Tja, das ist eine gute Frage. Ich finde beide Stellen chillig. Wenn wir hier auf der Insel zum Beispiel bauen, haben wir es nicht weit zum Obelisken hier. Aber bei Sepamero ist natürlich auch der Obelisk hier in der Nähe und deswegen, ja, gute Frage, nächste Frage. Dschungel mag ich persönlich auch ganz gerne, auch gerade hier hinten diese kleinen Inseln. Man kann zwar da nicht groß bauen, aber es ist dort cool. Nur leider, leider finde ich den Regen dort überhaupt nicht schön. Ja, jetzt bin ich natürlich kein Stück weiter gekommen auf der Suche nach einem geeigneten Platz für die Base. Wisst ihr was, wir können sie doch einfach mal hier bei dem Baum machen. Und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob wir nochmal umziehen sollen. Also vielleicht lieber doch nach Sepamero oder wohin auch immer euer Herz es begehrt. Und dann können wir eigentlich ja auch schon ein paar Punkte vergeben in unseren Attributen. Wie viele haben wir? 4. Ja, am Anfang
habe ich eigentlich immer zuerst Vitalität und Stärke gemacht. Wenn ich dann einen Punkt von jeweils den beiden voll hatte, bin ich dann meistens immer auf Kompetenz gegangen. Früher hieß es ja mal anders, jetzt ist es Kompetenz voll ausgeskillt, dass man wirklich viel tragen kann. Und dementsprechend holen wir uns jetzt mal ein paar Steine und Holz. Bauen uns eine kleine Bude, richten die so ein bisschen ein. Wenn euch das irgendwie zu schnell geht, was ich mache, dann könnt ihr mir das natürlich auch sehr gerne schreiben. Dann mache ich das ein bisschen langsamer. Aber wie gesagt, ich bin halt eigentlich ein Pro in dem Spiel und ich weiß überwiegend, was ich tue, würde ich sagen. kannst du dich bitte gerade hinstellen? Danke. Viele von euch sagen ja auch immer, dass sie das Spiel nicht mehr spielen möchten, weil es eben so viele Bugs und so hat. Ja, das ist richtig. Aber es ist einfach trotzdem ein tolles Spiel. Ich weiß auch nicht, was ich da anderes sagen soll. Es tut mir leid. Oh, da haben wir ja auch schon wen. Ist die Frage, schaffe ich den schon oder nicht? Sollen wir es mal probieren? Ich gehe jetzt mal ganz kurz erstmal was trinken. Und dann machen wir jetzt den einfach mal platt. Oder auch nicht. Wieso greifen sie mich nicht an? Naja, umso besser natürlich für uns, wenn sie nicht angreifen. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich hasse Schwerter. Ich kämpfe immer gern mit der Axt. So, was hast denn du dabei? Nehmen wir gleich alles mit. Und du? Na komm. Cool, dann haben wir einen leichten Turban. Ich bin absolut nicht der Fan von Hüten oder Mützen oder Helmen. Deswegen werde ich den auch nicht aufsetzen. Außer natürlich die Sandsturmmaske, die braucht man ja ab und an mal. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Also, was wir zum Bauen natürlich zuerst mal brauchen, ist unser Konstruktionshammer. Den stellen wir uns mal her. Und dann fangen wir an. Wir könnten ja auch irgendwie hochbauen hier an dem Baum und dann vielleicht so ein kleines Hochhäuschen machen. Das fände ich eigentlich ganz chillig. Das mag ich, die Idee. Jetzt lass mich mal gucken, wie ich denn gerne bauen mag. Ach, ich brauche Steine. Ja, immer diese Steine. Spielt ihr eigentlich lieber PvP oder PvE? Und wenn ja, könnt ihr auch sehr gerne schreiben, wieso. Also wieso lieber PvP oder PvE, meine ich. Und seid ihr so richtige Hustler dann oder eher auch gechillte Spieler? Ich liebe tatsächlich das Bauen. Aber ich erzähle irgendwie so viel gerade von mir, ne? Naja, macht ja nichts. Okidoki, dann Konstruktionshammer. Und dann möchte ich gerne mal hier sowas reinhaben. Und auf der anderen Seite vielleicht auch. Sehr schön, dann können wir auch schon mit der Tür starten, die wieder keine Steine hat. Ja, okay Leute, wisst ihr was? Ich gehe mal ein bisschen Steine farmen. Und damit es für euch nicht zu langweilig wird, sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben ein paar Steine. Ich hoffe, die reichen uns fürs Erste. Deswegen können wir jetzt hier schön weitermachen. Konstruktionshammer. Und dann geht's los. Ja, also ich glaube schon, dass es uns reicht. Wir machen uns hier mal so eine Fensterfront hin. Und vielleicht an der anderen Seite auch. Müssen uns theoretisch auch beeilen, falls der erste Sandsturm kommt. Aber ich glaube, das sollten wir eigentlich hinkriegen. So, dann brauchen wir hier noch Wände. Und da. Sehr schön. Brauchen wir eine Treppe?
Ach, theoretisch nicht, aber sieht natürlich immer besser aus mit einer. Die muss ich allerdings erst freischalten. Unterbau, Treppe. So, jetzt sind die Treppen da. Dann setzen wir mal eine hin. Und logischerweise braucht man natürlich auch noch ein Dach. Dafür brauche ich aber erst Pflanzenfasern. Und wisst ihr was? Ich hasse am meisten Pflanzenfasern sammeln, wenn ich noch keine Sichel habe. Das geht mir nämlich ziemlich auf die Nüsse, ey. Naja, gut, macht jetzt auch nichts. Dann holen wir uns halt schnell ein paar Pflanzenfasern. Und dann können wir unser kleines Häuschen auch schon fertig bauen. Ihr könnt übrigens gerne jederzeit Fragen in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas über Conan Exiles wissen möchtet, wenn ihr wissen möchtet, wo der Standort zu dem und dem ist oder wo ihr das und das am besten farmen könnt oder wie ihr am besten leveln könnt, euch und eure Follower. Dann bitte fühlt euch frei und schreibt es jederzeit einfach rein. Ich helfe euch da nämlich sehr gerne weiter. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Astzeug. Und dann können wir mal gucken, ob wir das Dach schon zukriegen. Äste sammeln, ja. Den Reisefortschritt habe ich tatsächlich oder die Reise so an sich nie wirklich gemacht. Ich bin halt immer so aus freien Stücken rumgerannt und dann hat man das irgendwie mit der Zeit so erfüllt. So war das bei mir. Können wir denn eine Türe machen? Nein, weil wir Zwirn brauchen, 5 Stück. Gut, das heißt, wir machen jetzt erstmal das Dach. Und dafür brauchen wir die Dinger hier. Zack, zack, zack. Das war falsch. Und ich glaube, unsere Pflanzenfasern reichen leider nicht komplett. Dann einmal hier und einmal da. Und wo sind die anderen? Dort. Eins hier. Und dann nehmen wir unsere Schrägdachecke und ist das richtig, wenn ich die jetzt da reinsetze oder habe ich gerade einen Denkfehler? Ich habe einen Denkfehler. Ach shit, ich hoffe, das geht überhaupt so. Müsste aber eigentlich, wenn ich da jetzt 2 von denen reinsetze. Ja, ich denke schon. Naja, gut. Dann sammel ich mal wieder weiter. Da hinten haben wir noch ganz viel. Da dürfte nur, glaube ich, das Krokodil in der Nähe sein. Aber eigentlich sollte das auch kein. Ach so, jetzt greifen sie an. Ihr seid so hässlich. Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Lasst mich in Frieden. Ich brauche doch nur Pflanzenfasern. Und die haben auch noch Dolche. Das ist blöd. Das ist blöd. Ja, dann gehen wir halt dahinter, bis ich ein bisschen stärker bin. Und holen uns von da was. Bisschen tauchen und Fische beobachten. Wisst ihr, was tatsächlich noch fehlt in Conan, dass man wirklich angeln kann? Ich meine, man hat ja die Fischreusen und so, aber das ist ja nicht direktes Angeln. Und das wäre schon cool, wenn es dabei wäre. Oder wenn man sich ein Boot bauen könnte, das eben auch dann tatsächlich den Fluss lang fahren kann. Das wäre halt auch nicht schlecht. Also so ein kleines Boot halt einfach nur. Das wäre richtig cool, Leute. Dann nehmen wir noch ein paar Bäume mit. Auch nicht verkehrt. Okay, schauen wir, ob das jetzt ausreicht. Hier oben auf dem Ding habe ich tatsächlich auch schon mal eine große Base drauf gehabt. Aber es hat sich dann rausgestellt, dass der Ort doch nicht so geil ist fürs PvP. Da gibt es hier wirklich bessere. Und auf Zip da gibt es richtig coole. Genauso war das. Also, wir haben gesagt, wir brauchen die hier. 5 Stück kann ich bauen. Scheiße, die passen nicht. Mann. Ich such, mach.
Ich baue aber auch immer so verspulte Sachen. So. Wartet mal, ich muss mir das mal von außen anschauen. Wieso baue ich immer so hässlich? Kann mir das mal jemand sagen? Also ich baue nicht hässlich, aber verspult. Und dann kommt wieder sowas dabei raus. Okay. Dann müssen wir das Ganze anders machen. Und dann machen wir das jetzt mal so. Zweimal. Dann sollte es eigentlich irgendwie funktionieren. Dann müssten wir es halt jetzt so machen, dass wir zwei von denen so machen. Genau, und dann ist es fertig. Und wir haben hier eine kleine, gemütliche Base. Jetzt schauen wir mal, wir können noch 10 Zwirn herstellen. Dann machen wir das mal. Damit wir uns eine Tür reinsetzen können. Und zwar soll die, ja, sich schon so öffnen. Da haben wir auf jeden Fall ein kleines bisschen Platz, um uns was hinzustellen. Ist natürlich noch nicht das Endergebnis, wisst ihr ja bestimmt auch. Aber so gefällt es mir schon einigermaßen gut. Ja, Leute, ich würde sagen, dass ich den Part an der Stelle dann auch beende. Mir hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht, wieder in Conan Exiles zu sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es genauso gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, Leute. Ciao.